Was du wagst, ist, den Kreml zu kritisieren. Ja, Putin ist ein neoliberaler Kriegsverbrecher, genauso wie die meisten westlichen Regierenden. Also ja, das habe ich Eine auch am Frage Anfang mal aus gesagt. dem Lurk an den Agitator. Was ist Hegemonie im gerade gesprochenen Kontext? Es geht um kulturelle Hegemonie. Also die Werte, die sie vertreten, ihr Politikverständnis, ihr Umgang mit anderen Meinungen. Also all das ist hegemonial. Du kannst dir irgendeinen beliebigen Film ansehen. Du wirst keinen Film mehr finden von heute, der ein, keine Ahnung, rassistisches Weltbild propagiert, wie es vielleicht in den 60er Jahren noch da gewesen wäre. Irgendeinen westlichen Film. Das wirst du heute nicht mehr finden. Du wirst allerdings sehr, sehr viele Filme finden. Ich würde sagen, den Großteil, die mehr oder weniger offensichtlich die Woke-Ideologie befürworten. Also uns allen werden jetzt schon 10 Beispiele einfallen. Also das Letzte, mir einfällt, ist Barbie. Oh, der Film war auch echt Beispielsweise. nicht gut. Ich habe den Ich echt habe im den nicht ich habe gesehen, den im aber Kino. ich, ja, ich habe die Rezension von Wolfgang M. Schmidt gesehen und gesagt, nee, brauche ich Nee, nicht. der war auch sehr, 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 sehr klischeehaft, sehr, sehr. Also auch selbst wenn man die Kritik so wie, also das ist wirklich so eine ganz alte, typische, feministische Herangehensweise an den Film und ich fand ihn überhaupt nicht gut. Also der war sehr, sehr Klischee, altbacken irgendwie. Hat man schon tausendmal in der Form gesehen. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat eigentlich, Wolfgang M. Schütz hat es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, ja. Ja. Deinen Kenne ich Chat nicht. beobachtet und da werden solche Sachen nicht Glaubst du, gelöscht. glaubst du, Deswegen. ich kenne nicht die Screenshots von deinem Mod aus meinem Chat? Glaubst du, ich Und kenne die man sieht nicht? es ja auch sehr gut, wenn mal ein Film rauskommt, der nicht diese woke Ideologie verkörpert, sondern der mal ja etwas obrigkeitskritischer ist. Gar nicht mal systematisch. Also es war ja, also ist ja ein sehr konkretes Thema, was der anspricht, nämlich Sound of Freedom, wo es um Kinderhandel geht. Dann rasten Ja. alle aus und der Film der Rechten, obwohl es da einfach nur um Kinderhandel geht. Also ja. Ja. Es rasten alle aus, weil da der falsche Regisseur war und weil der Film unsere Eliten nicht nur im positiven Licht zeichnet. Also das ist schon das Schlimme, weswegen alle am Rad drehen. Nicht. Ich kenne die alle. Der Punkt ist einfach, er sucht sich irgendwelche Sachen aus, die schon gelöscht sind und dann zeigt er sie einfach, die gelöschten und sagt, hey, diese Person wurde gelöscht. Wieso wurde sie nicht gebannt? Ja, das ist einfach alles, was er macht. Oder er stellt sich einfach hin und sagt, hey, hier ist Ihnen eine Nachricht durchgegangen. Ja, hier schauen 350 Leute zu. Ja, der Chat, der flitzt einfach, verstehst du? Und manchmal, ja, die Mods Erwin, das kriegen ist nicht nicht alles mit. schwer. Ja, Außerdem und es gab auch schon ist das genug auch der Fälle. Grund, warum die Hey, Leute komm, sich lass da bei mich dir ausreden, inzwischen sei breit kein machen, Kind. ne? Nein, bitte, lass mich ausreden. Und dann gibt es auch Menschen, die hier bei mir, ja, etwas, wo etwas durchkommt und dann schreiben mir Menschen, hey, das ist hier jetzt einfach durchgekommen und im Nachhinein bannen wir die Personen. Ist alles schon passiert, machen wir die ganze Zeit. Und du als Content Creator solltest wissen, dass hin und wieder irgendwelche Nachrichten durchrutschen können. Weil das ist ein öffentlicher Stream hier. Ich bin hier nicht einfach eine geschlossene Gesellschaft. Und hier kommen manchmal Menschen rein, die schreiben irgendeinen Scheiß. Und ja, das löscht man dann, die bannt man dann notfalls oder timeoutet sie oder wie auch immer, ja. Das macht man. Aber der Punkt ist, so zu tun, als wäre die ganze Community wie diese einzelnen. Ich meine, du musst dir das anschauen. Ich habe mir das angeschaut jetzt. Gab eine Zusammenfassung. Es gab in meinem Chat in diesem Jahr, glaube ich, 20 Millionen Nachrichten. 20 Millionen Nachrichten. Ihr habt 10 Screenshots von 20 Millionen Nachrichten und tut so, als wäre das mein. Definitiv zu viele Leute, das sollte man an der Stelle sagen, die Zeit auf Twitch als Zuschauer verbringen. Ich meine, was macht ihr alle hier? Lest doch mal ein gutes Buch oder so. Oder guckt euch die Videos von Morph mit Meinung an, die haben ein bisschen mehr Wert. Oh, Morph ist richtig. Wirklich, ich bin richtiger Fan aktuell geworden. So, ich habe den ja schon länger jetzt abonniert, aber ich habe jetzt erst so angefangen, das zu gucken. Also Morph müsst ihr euch rein. Also wenn ihr wirklich auf ideologiefreies, ne, und auch sehr neutrales, sag ich mal, fundamentiertes Wissen auch euch aneignen wollt, kann ich wirklich Morph nur empfehlen auf YouTube. Wie gesagt, die Wirtschaftswissenschaften-Playlist, die würde ich empfehlen. Die hier Wirtschaftswissenschaften more explained. Da, vor allem für Leute, die sich für VWL interessieren. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch. Das Video ist relativ frisch. Weiß nicht, ob ich darauf noch reagieren will. Ich meine, ich habe jetzt nicht gerade im Chat erfahren, habe erstmal Neidhahn im Programm, wenn ich da an das VOD komme, wenn das
Der wahre Bürgergeld-Skandal von Wohlstand für alle. Das ist ein... Da habe ich mir auch schon reingeguckt. Das war echt richtig gut. Ja. Da zeigen sie nämlich eine Ungerechtigkeit im deutschen Steuersystem auch. Schaut euch das gerne an. Ich habe das mir auf Spotify angehört. Fand ich schon krass. Ich kannte die Tabelle schon, aber finde ich gut, dass sie das hier mal in der Folge popularisieren. Und die ist sogar 16.000 Aufrufe relativ gut geklickt. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Ja. Die war echt gut, die Folge. Habe ich mir auch erst jetzt eingehört, nebenbei. Ich habe heute schon wieder, ich sehe es gerade, fast 200 Zuschauer. Also Leute lieben diese Walkies. Also es ist fast egal, welchen Walkie du nimmst. Egal, ob Finessi, Dara, Shuyoka. Die Leute strömen quasi in Scharen in den Stream, wenn du halt auf diese Walkies reagierst. Also das ist unglaublich. Ja, ist aber krass, ne? Das war, wie gesagt, wo ich sie kritisiert habe, war das noch nicht so. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Und ja, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, ja, weiß nicht. Wir waren unserer Zeit voraus damals irgendwie, wo ich die kritisiert habe. Ja, die waren damals nicht so bekannt. Damals haben sich alle über Funkformate aufgeregt, bis dann alle gesehen haben, okay, auf Twitch gibt's ja noch lostere Leute. gibt's noch kaputtere. Ja, das ist echt so. Da gibt es ja Leute, die noch kaputter sind als Funk. Das gibt's ja gar nicht. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Gossip, ne? Man liebt es einfach, sich so über diese Streits und Gespräche. Kann man den Leuten auch nicht verüben, glaube ich. Deswegen versuche ich ja auch diese politische Ideologie, auch diese Demokratiefeindlichkeit, diese Feindschaft gegenüber dem freien Diskurs auch noch einzugehen, weil das ja wirklich politisch problematischer Punkt ist. Ich meine, wir machen uns jetzt ziemlich viel darüber lustig, aber wenn diese Leute noch mehr Macht bekommen, als sie sie gerade haben, und wenn die Hegemonie noch mehr zementiert wird, dann könnte es sein, dass Leute wie wir bald von YouTube gebannt werden. Einfach, weil wir Frieden fordern. Ja. Oder weil wir diese Leute kritisieren. Einfach deswegen. Also das reicht nicht. Ich sag mal, die beiden Rechten ist ja schon so, dass die Kanäle einfach weggehauen werden, wie bei Shlomo jetzt, ne? Ja. Ja, ich glaube, das Ding ist, wir befinden uns gerade noch so im Bereich des Sagbaren wahrscheinlich, aber das kann sich natürlich auch ändern. Deswegen sollte man da auch immer ein wachsames Auge haben, würde ich mal behaupten. Hast du ja in Corona gesehen? Also Kanäle mit hunderttausenden Abonnenten können von heute auf morgen weg sein. Wenn die guten Anwalt haben, dann kommen sie auch manchmal wieder. Also ich glaube, Noviso war beispielsweise kurzzeitig weg und die sind dann wieder da, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war zu Corona, das war echt krass, ja. Ja, oder KNFM, die sind immer noch zensiert. Das ist unfassbar. Ja, eine ganze Wahnsinn. Community. Ich würde sagen, das ist lächerlich, all das. Bitte. Okay, bitte. Wir können gerne über Strategien reden, aber diese Vorwürfe sind einfach nur lächerlich. Das sind nicht nur 10 Screenshots. Außerdem kann ich ja auch selber deinen Chat einfach beobachten. Ich brauche nicht die Screenshots. Ja, dann mach das doch. Irgendwie. Mach das. Das finde ich gut. Jeder sollte meinen Chat selber beobachten. Das habe ich ja schon getan. Und Erwin, das... Don Burrito, bitte keine Debatte über Corona anfangen. Ich sag's auch selbst, ich war damals viel zu unkritisch, muss ich rückblickend sagen, zumal mittlerweile selbst die EMA beispielsweise bei den Impfungen eingeräumt hat, dass die ja nie so gut geschützt haben, wie uns das die Politik damals erzählt hat. Also mittlerweile sind quasi, ja, der Großteil von dem, was damals als Verschwörungstheorien diffamiert wurde oder als unwissenschaftlich oder was weiß ich, das ist mittlerweile von offizieller Seite bestätigt worden. Ob das die Impfungen schwere Nebenwirkungen hatten, ob das die Lockdowns unnötig war, also teilweise unnötig waren, dass es keine Evidenz für funktionierende Maßnahmen gibt. All das ist mittlerweile Bundesregierung, EMA, EU, ist alles eingestanden. Auch, dass es da riesige Korruption mit den Impfverträgen gab. Es ist ja mittlerweile alles bekannt. Also, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, auch, dass es Zensuren in den sozialen Medien gab, die von höchster Stelle. Also es gab, die US-Regierung hatte Kontakt zu Twitter, zu Facebook und konnte da bestimmen, welche Nachrichten gepusht werden und welche Nachrichten als Desinformation gecancelt werden. Also das ist ja mittlerweile alles bekannt. Also ich möchte keine Corona-Debatte, aber was da so rückblickend rausgekommen ist, das bestätigt ja eher die Kritiker der offiziellen Politik. Ich habe mich nie öffentlich zur Impfpflicht geäußert. Ich war da unentschlossen. Also auch da muss ich rückblickend sagen, wieso war ich da unentschlossen? Ich habe mich da offensichtlich manipulieren lassen. Also die Argumente von denen, also das war mir dann 2 Monate später klar, als diese schlimme Welle, die angekündigt wurde, sollten wir keine Impfpflicht einführen, als die eben nicht kam. Als sich das alles als Luftnummer entpuppt hat. Als klar war, dass Leute wie Sarah Wagenknecht, die das kritisiert hatten, dass die vollkommen richtig lagen. Ich hatte mir da beide Seiten gesehen und gedacht, okay, ja, kenne mich jetzt mit Medizin nicht so aus, aber ja. Wie gesagt, da bin ich dann im Laufe des Jahres 2022
ja, sehr stark desillusioniert wurden, auch von. Ich meine, ich bin ja dann durch diesen Ukraine-Krieg, also da war ich wirklich vollkommen perplex, was für ein koordiniertes Maß an Kriegspropaganda wirklich quer durch alle Medien möglich ist. Also das, ja, seitdem verfolge ich auch viel weniger Tagesschau und so. Also, wenn ich Nachrichten brauche, gucke ich mir unterschiedlichste Zeitungen an, ich gucke auf Twitter, ich gucke in den Nachdenkseiten, also jetzt immer so unterschiedliche Quellen, wo ich halt erwarten kann, dass da vielleicht was Vernünftiges kommt, aber es gibt eigentlich keine Nachrichten mehr größtenteils, weil das, also da regt man sich immer auf, vor allem in der Außenpolitik, und weniger auch in der Wirtschaftspolitik, fällt mir dann auf, wie einseitig die Berichte sind. Nicht, dass du zum Schwurbler wirst. Nein, ich informiere mich aus unterschiedlichen Quellen. Hilfe. Oh nein. Das ist, ich höre mir so die Meinung von Leuten an, die ich nicht teile. Also beispielsweise von Dara gerade. Erwin, ich weiß nicht, was, also du stellst dich dann dahin und sagst irgendwie, ja, das sind keine Rechten in meinem Chat, ich weiß, dass die eigentlich links sind. Ja, ich kenne meine Community, ja, willst du mir das? Also Erwin hat bei mir gibt's das nicht, ich habe das nicht. Erwin hat mich schon ein bisschen nach links gezogen auf jeden Fall, genauso wie der Agitator, muss ich hier gestehen. Ja, also Erwin hat mich links gemacht, ja, kann man so sagen, fast. Und Chris Enger, oder? Ja, die Rechten haben mir dann den entscheidenden Schubs gegeben. Nee, aber Wagenknecht mochte ich ja zum Beispiel auch schon immer. Also. So, sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen. Ich würde jetzt nicht schon wieder dazwischen quatschen. Wir sind gerade mal 14 Minuten drin. Ja. Schon wieder so viel gequatscht. Ich sag ja, wir haben genug Dara-Material. Also so ist das nicht. Ja.